Die traditionelle Herbst-Weinberg-Begehung mit Weinbauverbandspräsident Hermann Hohl und Alexander Bonde, Minister für den ländlichen Raum und Verbraucherschutz, fand am Montag, den 17. September 2012 im Erlebnispark Tripsdrill in Klebronn statt. Die aktuelle Reifemessung im Weinberg am Michaelsberg führte Präsident Hermann Hohl und Minister Alexander Bonde zusammen mit Weinkönigin Petra Hammer durch und kamen zum Ergebnis, es ist ein guter Jahrgang. Weil er ja ringsrum mit Reben bestockt ist. Und das war durchaus vor 30 Jahren vielleicht auch noch ein Problem, weil man dort auch Klimabedingungen hatte. Da sind sie auf der Nordseite doch teilweise etwas unreifer geworden. Mittlerweile wissen wir das Potenzial zu schätzen. Nach der Rückkehr ins Tripsdrill lud der Geschäftsführer von Tripsdrill, Helmut Fischer, den Minister und die Weinkönigin zu einer Weinkübelfahrt ein. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.